Wir sind so verliebt. So schön. Burger, Burger. Seid ihr bereit, Leute? Wo sind die Ringe? Da ist er. Ich habe so lange schon auf diesen Moment gewartet. Was passiert hier? Jetzt gehörst du mir. Auf eine gute Art, meinte ich. Okay. Lass uns weitermachen. Okay, lass uns weitermachen. Mein Liebling. Irgendwas stimmt nicht. Ich erhebe Einspruch gegen diese Ehe. Oh nein! Oh nein! Was? Er ist nicht der richtige Mann für Sie. Bitte Leute, lasst es mich erklären. Ich liebe Banban Lena wirklich. Früher war Banban alleinstehend und hat sich nicht für Banban Lena interessiert. Er ignorierte sie ständig. Das war sehr schwer für sie. Das arme Ding. Alle machten sich über sie lustig und sie rannte davon. Sie tat mir wirklich leid. Sie machte ihm ständig Geschenke, wartete auf Banban und auf seine Liebe. Sie bereitete ein Geschenk für ihn vor, welches ihm auch sehr gefallen hatte. Aber er nahm es einfach und sagte nicht einmal Danke. Und schon wieder war sie wirklich traurig. Was mich ebenfalls traurig stimmte. Die Kinder ärgerten ständig Banban. Sie waren wirklich wild. Sie waren zu dritt und Banban alleine. Es war so ungerecht. Banban Lena sah diese Ungerechtigkeit. Deshalb erteilte sie diesen Kindern eine ordentliche Lektion. Das war ziemlich cool. Es sah aus wie im Film. Als sie nahe bei ihm war, reichte sie ihm ihre Hand, aber Banban fühlte sich wie ein Versager und ärgerte sich über ihre Hilfe und ließ sie einfach stehen. Das war sehr grausam und unfair. Daher ging ich zu ihr, um ihr zu helfen. Aber sie war wirklich traurig. Banban flirtete mit anderen Mädchen und Banban Lena sah das. Doch wieder einmal ignorierte er sie und behandelte sie wie zweite Wahl. So beschloss ich, ihr zu zeigen, wie besonders sie war. Aber Banban bemerkte es und kam zu ihr zurück und tat so, als täte es ihm leid. Banban Lena war sehr glücklich damit. Aber mir brach es das Herz. Es war sehr traurig. Aber dann fingen die Dinge wieder von vorne an. Wenn Banban Lena ihm etwas schenkte, fand er immer etwas Schlechtes daran. Und so ließ er sie einfach stehen. Als Banban Lena sich traurig fühlte, ging ich zu ihr und aß einen Muffin, um ihr zu zeigen, wie toll sie backen konnte. Sie war überrascht zu sehen, dass jemand ihre Muffins wirklich sehr mochte. Sie ließ alles stehen und umarmte mich. Das überraschte mich sehr und natürlich bemerkte das auch Banban und es machte ihn sehr wütend. Ich kaufte einen Verlobungsring für Banban Lena, aber da kam Banban, sperrte mich in einen Käfig und stahl den Ring. Ich konnte nichts tun. Banban Lena war nicht mehr an Banban interessiert, bis er ihr die Ehe versprach. Sie war überglücklich und sagte sofort ja. Aber ich wusste, sie würde sich an mich und unsere Liebe erinnern. Doch Banban überredete sie. Jeder freute sich auf die Hochzeit, aber Banban Lena war doch nicht ganz überzeugt. Die beiden hatten verschiedene Vorstellungen. Das ist die wahre Geschichte, Leute. Ihr müsst mir... Warum versuchst du unsere Hochzeit zu verhindern? Schaut auf den Ring, dann seht ihr die Wahrheit. Das alles war also wahr. Burger! Was willst du noch hier? Denkst du, du liebst mich wirklich, Nadna? Aber natürlich... Du wirst nicht gewinnen! Zieh dich von hier! Endlich! Er wird mich finden! Ach, du Heiliger! Wir haben keine Zeit für Versteckspiele. Oh, er ist nicht hier. Oh, ist er weg? Ich denke nicht. Nein, ich muss weg! Was glaubst du, mit wem du es zu tun hast? Das kann ich nur... Oh, nimm das! Oh, du bist so süß, Kind. Es gibt nichts, das du... Bitte tu mir das nicht an! Ich bin noch so jung! Oh, bitte! Jetzt übertreibst du wirklich! Warte, ich will dir etwas zeigen! Hä?
Oh, ich weiß, wie du dich fühlst. Es tut mir wirklich leid, Kumpel. Ich war auch ein Kind wie du jetzt. Und auch ich wollte ein Sheriff werden. Mein Vater war ein großes Vorbild. Er war ein guter Mann. Er hatte die Macht, für Recht und Ordnung zu sorgen. Keiner kam mit Missetaten davon, weil mein Vater da war und für Gesetz und Ordnung sorgte. Er war wunderbar. Wenn es Konflikte gab, war er da, um sie zu lösen. Und beiden Seiten tat es danach leid. Er hat immer alles gegeben, um die Ungerechtigkeiten zu lösen. Und natürlich schaffte er es immer. Mit ihm hat immer das Gute gesiegt. Und die Menschen waren immer zufrieden mit seiner Arbeit. Zumindest die meisten. Und als alles gut erschien, wurde mein Dad von einem Bösewicht erschossen. Es zog mir den Boden unter den Füßen weg. Aber langsam bekam ich Rachegefühle und nun war es für mich an der Zeit, Sheriff zu sein. Als er starb, war mir klar, dass ich seine Aufgabe übernehmen musste. Nur so konnte ich die Ungerechtigkeiten in der Stadt bekämpfen. Aber etwas Unerwartetes geschah und ich bemerkte, dass ich nicht mein Vater bin. Als ich versuchte, Ordnung zu schaffen, beachteten mich die Leute nicht, fast so, als würde ich nicht existieren. Sie lachten mich aus oder ignorierten mich einfach. Ich frage mich, warum die Leute mich nicht mochten. Und ich hatte viele Fragen im Kopf, als ich Banban traf und er mir einen Job anbot. Am Anfang war ich unsicher, aber dann dachte ich, es könnte ein guter Neuanfang sein. Alle Leute dort waren nett. Nun, zumindest fast alle. Denn Banban tauchte auf einmal auf und begann, alle Menschen in Monster zu verwandeln. Es war ein totales Chaos und ich hatte große Angst. Zum Schluss verwandelte ich mich in einen braunen Frosch und wurde zu seinem willenlosen Monster, das er kontrollieren konnte. Ich schäme mich dafür. Es tut mir so leid. Das ist schon okay, Kumpel. Genug gehätschelt! Jetzt wird's ernst! Nein! Ich bin nicht dein Spielzeug, Banban! Dann mach ich es eben selbst! Nein! Wir haben es geschafft! Ich denke, den hast du dir verdient. Oh, jetzt bin ich ein Sheriff. Oh, jetzt bist du in der Falle. Bitte tut mir nichts. Das war ein Sheriff. Heißt das, ihr werdet mir nichts tun? Nö, wir sind Liebe-Monster. Wir eure Befehlungsplätze ein. Nein, tut das nicht! Keine Sorge, Junge. Wir werden dir nichts tun. Hör zu, wir haben dir eine Geschichte zu erzählen. Alles begann vor ziemlich langer Zeit am Tag, an dem wir erschaffen wurden. Wir gehörten zu den bösen Typen. Du weißt, was ich meine? Banban wollte, dass wir seine Monster fangen und einsperren. Wir gehorchten ihm und seinen Befehlen. Es schien nicht einmal eine schwierige Mission zu sein. Also fingen wir an, die Monster zu fangen und in Käfige zu stecken. Das Spiel war sehr einfach. Alles, was wir tun mussten, war einen bösen und aggressiven Charakter zu zeigen. Also haben wir uns so sehr bemüht, diese Mission zu erfüllen. Wir sollten uns anstrengen. Und wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich getan. Ein Monster nach dem anderen haben wir erwischt. Wir brauchten nur noch eines, um Banbans Aufgabe zu erfüllen. Und das letzte wurde von unserem Freund Schlange erwischt. Die Mission war erledigt. Und das war ein Erfolg für Banban. Aber etwas ging schief. Wir erkannten das. Banbans Vorhaben schien klar zu sein. Eliminiere die alten Monster, um ihm die neue Führung zu geben. Als wir unsere Aufgabe erledigt hatten, fragten wir nach unserem Teil dieses Deals. Aber all seine Versprechen schienen falsch zu sein. Banban hatte uns angelogen. Er aktivierte das Laserding und alles geriet außer Kontrolle, weil er den Controller zerstört hatte. Oh,
All unsere Enttäuschung verwandelte sich sofort in Aktion. Wir mussten diese unschuldigen Monster retten. Wir haben alles gegeben, aber wir konnten sie nicht retten. Das war ein tragischer Moment. Spaß, das war ein Scherz. Wir haben sie gerettet. Oh, weißt du was? Wir wurden von ihnen belohnt und bekamen alles, was wir wollten. Sie gaben uns Eiscreme, ein Zuhause und sogar ein Stück Kuchen. Oh, wir können uns jetzt entspannen. Hä? Wo ist der hingegangen? Oh, oh nein! Jetzt habe ich euch, ihr Verräter! Nein! Hör auf, mich zu verfolgen! In deinen Träumen wird genau das stehen! Dein Ende kommt! Oh, bitte, bitte, verschone mich! Nein! Oh, es tut mir wirklich leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Wer hat dir das angetan? Du wirst es mir nicht glauben. Alles begann mit Banban und seinem neuen Projekt. Er hat immer böse Pläne in seinen Händen. Er spielte mit den vier Elementen und entschied sich, mit dem Feuer zu spielen. Die Nadel berührte meinen Körper und ich fing an, Feuer zu fachen. Ich wusste wirklich nicht, was los war. Und er schien wirklich glücklich darüber zu sein. Er hat sogar versucht, dasselbe mit den anderen Monstern zu tun. Stingerflynn lief herum und Banban begann plötzlich mit Blitzen auf ihn zu schießen. Das war wirklich verrückt. Ich kann es bis jetzt noch nicht glauben. Er konnte den Blitzen ausweichen. Doch als er aufhörte zu rennen, war er definitiv in Banbans Händen. Sie führten auch die Nadel in seinen Körper. Und dann wurde Flynn zu einem elektrischen Wassermonster. Dann erschien Captain Fiddles. Und ein weiterer böser Plan war geboren. Banban befahl uns, ihn zu jagen. Armer Kerl. Wir waren böse und folgten seinem Befehl. Jedes Monster musste in seinem Interesse handeln. Leider war Fiddles keine Ausnahme. Banban hat dich in einem Bild an der Wand gesehen. Deshalb habe ich dich gejagt. Dann werde ich jetzt gehen. Nein, du musst fliehen. Warte, wer hier ist. Dein Lieblingsfreund mit einer besonderen Überraschung. Pflanzenspezial. Nun setze ich mich und genieße den Film. Du wirst mir einen Haufen Geld einbringen. Genug. Warte, was? Das bekommst du zurück. Das ist ein Albtraum. Bitte lass mich runter. Es wird Zeit, es zu tun. Oh, Buga. Seht euch das an. Ich kann die Natur kontrollieren. Cool. Was passiert mit mir? Oh? Ich fühle die Superpower! Wir auch! Nein! Nun, wer ist der Nächste? Hör sofort auf! Autsch! Du glaubst, dass du schon bist? Nein! Oh! Stopp! Buga, Buga! Knapp vorbei. Das ist wie ein Spielstrahl. Buga! Ich kann es schaffen. Die sind platt. Meine Zeit, das Universum zu kontrollieren, ist gekommen. Ich bin unaufhaltsam. Mann, was machst du da? Passiert das etwa schon wieder? Komm sofort hierher. Was meinst du? Ist jetzt deine Suppe. Aber ich... Buga, Buga! Das ist nicht lustig. Komm jetzt, es ist Zeit zu gehen. Banbans böser Bruder ist hinter uns her. Gleich hab ich euch. Oh nein, wir müssen weg. Oh nein, was jetzt? Da drüben, lass uns gehen. Okay. Puh, ich denke, hier sind wir sicher. Ist der Bank? Geht's dir gut? Was ist passiert? Nun, das ist eine lange Geschichte. Der böse Banban war nie ein gutes Monster. Er hat immer versucht, mir etwas Böses anzutun. Ich glaube, weil ich Mamas Liebling war, hat er mich gehasst. Er hatte immer ein komisches Verhalten und meine Eltern fingen an, sich deswegen Sorgen zu machen.
Immer wenn wir malten, habe ich versucht, niedliche Bilder meiner Familie zu machen. Doch der böse Banban hatte seine eigene Art, unsere Familie darzustellen. Ich war so geschockt davon, dass ich nur weinen konnte. Meine Mutter versuchte ihm beizubringen, wie man ein gutes Monster wird, aber er wollte es nicht verstehen. Ich war wirklich gut im Sport, aber wie immer hatte der böse Banban etwas anderes geplant. Damals wurde mir klar, dass meine Eltern wirklich traurig und verwirrt sein mussten. Sie wussten nicht, wie sie seine Instinkte kontrollieren sollten, und sie beschlossen, ihn zu einem Arzt zu bringen, um herauszufinden, was falsch mit ihm ist. Ich glaube, der Doktor hat die Ursache seines Verhaltens herausgefunden. Das Herz meines Bruders war so kaputt, dass es schwarz wie ein bodenloses Loch war. Die Dinge liefen wie zuvor. Nun zumindest für mich, denn mein Bruder wurde anders behandelt. Denn sogar meine Mutter hatte Angst vor ihm. Viele Jahre später bin ich zu einem guten Monster herangewachsen. Aber mein Bruder hatte sich überhaupt nicht verändert. Und offensichtlich mochten meine Eltern es nicht, wie er war. Vielleicht war er ein verkanntes Genie, aber sein Leben war einfach schrecklich. Das brennende Haus gab meinen Eltern den Rest. Also beschlossen sie, ihn zu einem Psychiater zu bringen. Weißt du, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht. Vielleicht hätten wir ihn nicht dorthin bringen sollen. Ich schätze, das ist jetzt seine Rache. Und das war seine Geschichte. Das ist alles meine Schuld! Du musst keine Schuldgefühle deswegen haben. Denkst du das wirklich? Oh, ich weiß nicht. Hallo, ihr guten Monster, seid ihr bereit, Spaß zu haben? Hey, Bruder, wie geht es dir? Es ist lange her. Wage es gar nicht, erst mit mir zu sprechen. Oh, warte. Schau, was ist das? Das hast du gemalt. Erinnerst du dich nicht? Hä? Als unsere Eltern dich in diesen Käfig gesteckt haben. Ich wusste, dass du nicht wirklich böse bist. Du musstest einfach noch lernen. Ich erinnere mich, wie du dieses Bild ausgespuckt hast. Also beschloss ich, etwas Netteres mit Blumen hinzuzufügen. Und ich weiß noch, dass ich es dir zurückgegeben habe, ohne etwas zu erwarten. Aber du hast etwas Schönes daraus gemacht. Als ich dachte, für dich wäre alles verloren, hast du mir die Hoffnung gegeben, dass du dich ändern kannst. Mir tut alles so leid. Ich werde dich immer lieben, wie du auch sein magst. Danke für deine Worte, Bruder. Jetzt kann ich endlich die Liebe in mir fühlen. Oh, du bist so süß. Mhm. Ups. Bonbons Garten ist geöffnet. Hoffentlich hast du heute viel Spaß mit deinen Freunden. Bist du bereit, Junge? Ja, ich bin immer bereit für Spaß. Ich habe das für dich. Oh, wow. Oh, ich liebe es. Okay, lass uns deinen Rucksack prüfen. Man weiß nie, was man braucht. Man muss immer vorbereitet sein, so. So, bitteschön. Out! Ich werde dich vermissen, Papa. Ich dich auch, mein Junge. Tschüss, Paps. Ich werde mich um eure Jungs kümmern. Tschüss. Oder auch nicht. Wo sind sie? Ah, keine Scherze! Sie werden mich wahnsinnig machen. Oh, das ist ja riesig hier. Das ist wie im Paradies. Wow. Ich hab's geschafft. Schon. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Wir müssen diese Kiste öffnen. Aber wie? Hey, ich weiß, was ihr vorhabt. Ich glaube, ich habe etwas in meinem Rucksack. Lass mich nachsehen. Hey, sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Hey, schau. Ich habe die Sachen, die wir brauchen. Pass auf. Lasst uns diese Maschine mal von innen ansehen. Das ist schwieriger, als ich denke. Aber ich schaffe es. Funktioniert das? Ah, das funktioniert. Oh, wow! Wir sind im Himmel! Hallo? Wo sind die Kleinen? Das ist doch... Ich hab euch! Das ist der Abfall! Die Kinder haben mich eingelegt! Hey, wir haben was gefunden. Schau, hier sind Drohnen. Lass uns spielen. Ich glaube, ich werde gewinnen. Oh,
muss ich verhindern. Pew. Ups. Spiel nicht. Nimm ein bisschen von deiner eigenen Medizin. Hoppla. Hey, meine Drohne. Jetzt ist es Zeit. Lass das Spiel. Gib niemals auf. Wow. Diese kleinen Killgeister. Oh, hier sind sie ja. Sie haben keine Ahnung. Was? Oh, nein, 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 nein. Oh. Autsch. Hallo? Mir ist gut. Ich bin wieder da. Oh, Papa. Komm her, mein Kleiner. Wie war dein Tag? Es ist wirklich schwer. Mal sehen. Oh, vielleicht ist es das. was? Sie gehen? Wir hatten so viel Spaß. Danke. Oh, ich bin so ein Versager. Wie wär's mit dem Spielzeug? Autsch! Ich glaube, ich hab's schlimmer gemacht. Bleib hier, Kleiner. Oh nein, dieses Riesenhund will mich fressen. Oh, sie ist verwirrt. Das ist meine Chance. Hey, so kommst du mir nicht davon. Wo bist du? Ich glaube, hier bin ich sicher. Oh oh, das Hühnchen. Ich kann es nicht glauben, ich bin verloren. Was soll ich nur tun? Öffne einfach die Tür. Und hör auf, mich Hühnchen zu nennen. Papa, ich habe versucht, mich zu verstecken. Aber ich muss ein Monster bekämpfen. Wenn du das jemals liest, bitte, Dad, komm mich holen. Ich wünschte, du wärst hier. Wow, diese Stadt ist riesig. Wo gehen wir denn hin, Papa? Was? Das kann nicht sein. Wir gehen in Banbans Garten. Aber ich habe gehört, dieser Ort ist voller Monster. Was soll ich nur tun? Bitte, bitte, Papa, lass uns nicht dahin gehen. Ich habe wirklich Angst, das ist so unheimlich für mich. Ach, mein Sohn, ich habe doch keine Wahl. Du musst hier bleiben, weil ich arbeiten muss. Aber ich weiß, du wirst tapfer sein, nicht wahr? Okay, Dad, ich verspreche dir, ich werde stark und tapfer sein. Das ist mein Sohn. Nun komm, ich bin spät dran. Willkommen im Banbans Garten. Ich bin es, Banban höchstpersönlich. Hallo, Banban. Es ist mir eine Freude. Das ist mein Sohn Spieler. Oh, hallo, mein Freund. Du bist gerade rechtzeitig zum Essen. Was? Das habe ich nicht kommen sehen. Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich meinte bloß, dass es Essenszeit ist. Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein, wenn Sie möchten. Jeder hat gerade sein Pausenbrot. Freut mich, dich kennenzulernen. Also, ihr werdet mich nicht fressen, Leute, ja? Oh, es wird spät. Ich muss gehen. Passt auf ihn auf. Tschüss. Keine Sorge, er ist in guten Händen. Ich bin bald zurück, mein Kleiner. Ich versprech's dir. Viel Spaß. Okay, Dad. Bis dann. Okay, mein kleiner Freund. Warum gehst du nicht zum Spielplatz? Ich gehe nur. Was? Geh nur, ist in Ordnung. Was soll dieses Gesicht? Das war geradezu beängstigend. Na komm schon, geh! Hey, habt ihr schon das neue Hornstrump-Video gesehen? Oh ja, Hornstrump. Was? Autschi! Das hat wehgetan. Oh, na gut, dieser Ort scheint ja nicht schlecht zu sein. Ich meine, er ist sicher gut. Okay. Warum frisst sie ihre eigenen Eier? Das ist merkwürdig. Das ist zu schnell! Lass nur, ich mach das schon. So hilft mir doch jemand! Bin ich am Leben? Hey, alles okay bei dir? Ich hatte wirklich... Was hast du dir dabei gedacht? Du hast ihn fast umgebracht. Das ist mir doch egal, Cyclops. Hey, tut mir leid. Braucht ihr Hilfe? Wer bist du? Oh, du bist das Kind, das uns gerammt hat. Deshalb wollen wir nicht dein Freund sein. Tschüss. Toll, ich bin 5 Minuten hier und schon habe ich Feinde. Naja, ich denke, ich könnte... Hier kommt das Ei! Keine Sorge, mir geht's gut. Ich brauche keine weiteren Eier mehr. Ach, du denkst Ei! Bitte friss mich nicht! Bitte friss mich nicht! Oh, keine Sorge, wir werden dir nichts tun. Wir sind da, um auf dich aufzupassen.
Ich bin Opila. Wie heißt du denn? Spieler. Schön, dich kennenzulernen, Spieler. Was hältst du davon, wenn wir uns ein paar Snacks schnappen und zu den anderen großartig gehen? Okay, es ist Zeit, nach meinen Kleinen zu schauen. Es scheint alles gut zu sein. Bald ist Essenszeit. Zeit für eine Gehirnwäsche. Ich werde dein Verhalten nicht tolerieren. Was war das denn? Du bist ja genauso ein schräger Vogel. Was klemmt nach dem du gefragt hast? Autsch, pass gefälligst auf, du Zyklopen-Oktopus. Hä? Hi. Der da sieht wirklich lecker aus. Ja. Das ist das beste Sandwich, das ich jemals hatte. Hä? Ist das dieser Junge schon wieder? Lasst uns gehen. Oh, warum sind die so sauer auf mich? Nom, nom, lecker. Jetzt bin ich voll. Mein Magen ist anderer Meinung. Dann sind jetzt alle Kinder dran. Und er hat es schon wieder getan. Was ist das? Oh, der Alarm! Kinder, bitte, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Kinder, bitte, ihr werdet euch verletzen. Leute! Oh, bitte, oh, was ist denn hier los? Wir müssen all die Kinder zu Banban bringen. Keiner will mein Freund sein. Oh nein, das ist Banbans Alarm. Ich sehe mal nach, was da los ist. Lass uns hier nicht allein, Opila. Okay, was ist hier los? Oh nein, die Kinder. Ich wusste es. Er ist ein Schurke. Sein Garten ist nur eine List, um Kinder zu fangen. Ich hab's gleich. Leg einen Tanzu davor. Es war vielleicht ein Fehler, diese Schnecke einzustellen. Aber nichtsdestotrotz habt ihr mir dieses Fest mal beschert. Moment. Okay, Spieler. Was ist das? Wenn wir sehr vorsichtig sind, wird sie uns nicht entdecken. Der Weg ist frei. Lass uns gehen. Lauf, lauf. Wollt ihr nicht für dumm verkaufen? Hier werden wir erstmal sicher sein. Für eine Weile. Versuch dich zu verstecken und pssst, sei ganz leise, okay? Okay, Banbanlena. Ich werde mich gleich hier verstecken. Auch wenn ich totale Angst habe. Keine Sorge. Ich muss nur dieses Überwachungsvideo deinem Dad schicken, sodass er zurückkommen kann, um dich zu retten. Okay, nun muss ich diesen Raum absichern. Dir wird nichts passieren. Komm schon, komm schon. Puh, ich bin fertig. Aber immerhin habe ich alle Türen verriegeln können. Da war ja noch einer. So, nun raus mit der Sprache. Hier sind nicht noch irgendwelche Kinder, oder? Wovon redest du da? Das ist das letzte Mal, dass du mich angelogen hast. Oh nein, die Gedankenkontrolle. Okay, du bist ein Kind. Ich weiß, wo er steckt. Und ich werde ihn dir gleich bringen. Er ist nicht mehr da. Wir werden ihn finden. Oh weh, das wäre um ein Haar schief gegangen. Okay, sie sind weg. Nun bin ich sicher und kann endlich mal durchatmen. Endlich sind hier keine Monster mehr. Oh, herrje, was ist das denn für ein Ding? Oh, bitte! Ich habe noch diesen ganzen Stapel von mir. Huch, was ist denn das? Das sind die Kameras vom Kindergarten. Und mein Kind! Oh nein, er hat nicht gelogen, das sind Monster! Bitte tu mir nichts! Es tut mir leid, aber Befehl ist Befehl. Oh nein! Bitte lass mich gehen, bitte! Ich brauch wirklich eine Brille. Machst du dich über mich das lustig? Würde dich auch nicht größer machen. Was für sanfte Schläge. Das tut nicht wirklich weh. Wer ist das? Es ist Opila, meine Freundin. Bist du gekommen, um Hallo zu sagen? Sie sieht aber gar nicht glücklich aus. Ich bin hier, um dich zu fangen, Spieler. Ah, sie ist auch böse geworden. Ich werde dich fangen, komm her. Huch? Was machst du da? Du Wo ist der hingegangen? Hilf mir irgendjemand, bitte. Ich komme. Autsch. Du gehst nirgendwo hin. Helft mir, das Riesenhuhn will mich töten. Ups. Oh, komm schon, hier rechts. Komm schon. Und zu. Ist es vorbei?
Jetzt bin ich sicher. Oder auch nicht. Ich kann es nicht glauben. Hier ist kein Ausgang. Was soll ich nur tun? Und hör auf, mich Riesenhuhn zu nennen. Oh, Papi, ich wünschte, du wärst hier bei mir. Okay, du hast gewonnen. Ich gehe. Was? Ist sie weg? Ehrlich jetzt? Was ein Glück. Hallo? Hey, was geht? Oh mein Gott, da war noch ein Eingang. Es ist an der Zeit, sich zu verabschieden. Du kommst nur mit mir. Ich bringe dich zu Banban. Okay, gib mir meinen Sohn. Spieler, mein Sohn, wo bist du? Das ist von ihm. Ich erkenne seine Handschrift. Oh, mein kleiner Junge, wo bist du nur? Was haben dir die Monster angetan? Es tut mir so leid, ich hätte dich niemals zu diesen Monstern bringen sollen. Hey, wenn du zu deinem Kind möchtest, komm mit mir mit. Es gibt nur eines, was ich jetzt noch tun kann. Ich war so am Verhungern. Das schmeckt richtig gut. Hey, willst du ein Stück? Was? Nein, ich will nichts davon. Okay, Pech für dich. Okay, lass mich mal nachdenken. Wo könnte mein Sohn stecken? Huh? Hallo? Test. Ich rede mit dir, mein Freund. Gib mir ein Zeichen, wenn du mich hören kannst. Was? Vielleicht nicht das Zeichen. Komisches Zeug. Hey! Huh? Sie müssen Spielers Vater sein. Sie müssen sich beeilen und mit mir kommen. Schau, ich weiß, wo ihr Kind ist. Oh, mein Kind. Besser, du sagst die Wahrheit. Wir müssen uns beeilen, bevor Banban uns findet. Okay, wo ist mein Sohn? Oh, dem Himmel sei Dank, ich kann es nicht glauben. Du bist am Leben. Oh, Papi, bist du das? Oh ja, mein Kleiner, ich bin hier, um dich zu retten. Komm und drück mich. Ich kann es nicht glauben. Du bist gekommen, um mich zu retten. Oh, ich werde dich nie wieder verlieren. Tut mir leid, dass ich dein kleines Familientreffen unterbreche. Aber du hast mein Abendessen. Ha, das lasse ich nicht zu. Hey, hier drüben. Ich habe einen Fluchtweg entdeckt. Laufen wir. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Lass Was? Uns gehen. Wie ist das nur möglich? Banbalena hat mich schon wieder betrogen. Seid vorsichtig. Hier müssen noch ein paar Monster sein. Wow! Ich hab dich, Kleiner! Oh nein! Mein Papa! Ihr werdet nicht entkommen! Hast du mich vermisst? Nicht du schon wieder. Lass uns einen Deal machen. Ein Deal? Hör nicht auf ihn! Oh, ich denke, er will sich den Deal anhören, nicht wahr? Siehst du? Das Riesenhuhn! Hier ist der Deal, Herr Schnauzbart. Wenn du willst, dass dein Sohn gehen darf, musst du hier bleiben. Mit mir. Was, Dad? Bitte hör Sohn, nicht auf ihn! Bitte. Versprich mir, dass du tapfer sein wirst, Papa, okay? Bitte tu das nicht! Spieler, wir müssen los! Nein, warte! Papa! Sohn! Oh, Spieler. Das war der einzige Weg. Was für ein rührender Moment. So, nun unter uns, Herr Schnauzbart. Ich hatte noch nie so ein altes Gericht zuvor. Also wird das für uns alle eine neue Erfahrung sein. Huh? Wo ist mein Controller? Hey, meinst du etwa das da? Du wirst unseren Verstand nicht mehr kontrollieren. Nein, mein Controller! So, Banban. Du hast also über neue Erfahrungen gesprochen, richtig? Ups. Ich werde dir ein paar Freunde vorstellen, die wirklich gespannt darauf sind, dich kennenzulernen. Nimm das! Ich kann es nicht glauben. Mein Papst ist allein mit all diesen unheimlichen Monstern. Was war das für ein Geräusch? Tschüss! Danke! Tschüss, Leute. Ich muss nun etwas wirklich Wichtiges tun. Papi, du bist am Leben! Ich bin so froh, dass es dir gut geht.